So, hier bin ich wieder, euer Hunter Gain mit der SU-8. Die hatten wir jetzt schon mehrmals in unseren Spielen. Ja, wir befinden uns in einem Standardgefecht in Karelien. Ja, wir verfügen über 270 Life. Wieder immer noch, besser gesagt, mit der gleichen Gun. Mit 88 Durchschlagkraft und 910 Damage. Und mit einer Durchschlagkraft von Heat mit 250 und 700 Damage. Ja. Unser Team verfügt über 10.193 Life, weil unser Team schon was abgekriegt hat. So, das ist die erst mit 1.001 Life, da haben wir so. Na. Das mag ich immer nie irgendwie. Immer wenn du denkst, du kannst was erwischen, dann bleiben sie immer so safe stehen, es regt immer auf. Nun ja. Da sehe ich einen VK, der aber mit Vollspeed fährt, um einen Vollspeed Medium im Fahren zu erwischen, ist fast unmöglich. Ich habe mir überlegt, lieber nicht. Warte mal lieber, bis er wieder gespottet wird. Da sehe ich einen KV1, immer so. Yay, One-Shot. Nein. Also, das Team war jetzt am Anfang echt wieder mal diese typischen Sachen. Immer verliert dein Team. Da sehe ich einen VK 30-02, die hinterm Stein minimal zu treffen, schieße und wir haben sie böse erwischt. Treffe ihm die Gun. Ich habe mich so aufgeregt und habe erst gedacht, lol. Also komm schon Leute, das ist doch echt mal seltsam, oder? So viel zu treffen, aber dann treffe ich nur die Gun. Hat ganz schön angekotzt, 118 Damage waren das. Dann sehe ich einen Wolverine, der gerade unsere Hellcat rausholt, ja. Nun ja. Ich hab gedacht, Wolverine ist offen. Zielen. Zielen. Greif an. Und drüber. Wer kennt das alles? Diese typischen Sachen immer so. Ja, komm, du triffst. Und dann passiert's. Du triffst nicht. Dann hab ich mir passiert's. Ne, da habe ich auf dem Wirbel wieder gezückt, aber unsichtbar wurde. Da habe ich mir gedacht, da ist die S. So. Wer von euch kennt diese Lackschüsse? So, der Schuss ist draußen. Wenn ich ihn eigentlich mal finde. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Da habe ich eine IRS geamweckt mit 1001 Live. 1001 Nacht. Nein, aber da sieht man schon den Turm fliegen. Ihr wisst nicht, wie ich mich gefreut habe. Also das ist immer wieder so ein schöner Grund zum Feiern, einfach mal einen Panzer zu amwecken. Das ist immer wieder schön. Da habe ich mich erstmal so richtig schon gefreut. Ja. Wer kennt diese Glücksmomente? Man trifft einen Panzer und da freut man sich endlich mal, was ist Schönes gemacht. Da fragt sie mich, ob ich AP habe. Leider habe ich keine AP. Das ist blöd fand, dass die Adi früher geschossen hat, als ich dachte. Das war knapp! Weil sonst wäre der VK links, aber naja. Ich bin jetzt bei einem Damage von 1174 Damage. Ich glaube, dass ja. Für das, machen wir schneller. Das war knapp! So, das ist der Wolverine. Leider nicht mehr erwischt. So. Dann wurde der dicke Max, glaube ich, gleich gespottet. Ich spiele mal ein bisschen vor, weil das war ein echt langes Gefecht. Und die Wahrheit zu sagen. Erwischt! Richtig schön. Ja, wir führen gerade 12-8. Jetzt kann ich das normal machen. So. Wir führen gerade mit 13-9. Wir verfügen über noch 2637 Life.
das AT7 wieder gespottet, aber ich hab mich so aufgeregt, ich konnte nichts erwischen, ums Verrecken nicht, das hat so aufgeregt am Ende. Ja, also soweit ich noch weiß, hatte ich am Ende 1243 Damage gemacht. Hier ist der Amix M445. Spielen wir es nach vor, da habe ich mir auch gedacht, komm, abschätzen, nein, er bleibt stehen und da ich dann, jetzt regt er mal so auf. Ja, da hat unsere Verbündete Arte getroffen und wir haben gewonnen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ein Like, ein Abo oder einfach ein Replay von euch wird mir reichen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und have fun on Rollout.